Hallo zusammen. Gestern gab es wieder die wöchentlichen Hausaufgaben von meinem Musikantenfreund Thomas Lengersdorf. Thomas hat auf seiner Facebook-Seite die Noten von Everybody Loves Somebody eingestellt. Dieser Titel wurde bereits 1947 geschrieben, ist aber erst bekannt geworden durch eine Interpretation von Dean Martin in den 60ern. Ich habe mich dafür entschieden, das in einem langsamen Swing-Tempo zu spielen mit dem Style Serenade Band. Und zunächst einmal spiele ich die Melodie mit einer sehr weichen Posaune, linke Hand ein gemutetes Brassensemble. Dann übernimmt später auch einmal eine Trompete die Melodie. Links ist jetzt ein Saxophonensemble. So, und als kleines Highlight ein Saxophon-Klarinettensatz à la Glenn Miller für den Mittelteil zunächst einmal. So, ich hoffe, Thomas ist mit meiner Interpretation einigermaßen zufrieden. Hier die Hörprobe Everybody Loves Somebody mit dem PA5X.